Komm, bedient euch. Sucht euch was raus. Ja, komm, bedient euch. All you can drink. Auf geht's. Haut rein. Okay, also wir sind wieder Trojaner. Oh Mann! Okay. Verbündet mit den Kelten, das sind Wikinger, gegen ganz viele Römer und einen Maya, die Mazedonier. Gut. Kanä. Okay, danke, habe ich es ja fast richtig gesagt. So, viel Spaß 2010 bei Subduk. Noch so eine Ente. Subduk. Besiege Kanä. So, du brauchst nur Kanä zu besiegen. Doch wie hart. Die Map sehe ich nicht. Okay, ich weiß nicht, wo die sind. Du brauchst nur Kanä zu besiegen, doch wie hart wird es wohl zur Sache gehen? 216 vor Christus wollte Hannibal die Römer zur Schlacht zwingen und eroberte deshalb die Magazine der Stadt Kanä. Gibt's das wirklich? Offensichtlich. Rom hatte mittlerweile eine neue gewaltige Armee zusammengezogen. Die beiden Konsuln Lucius Aemilius Paulus und Gaius Terentius Varro oder so ähnlich hatten den Auftrag, eine Entscheidungsschlacht gegen Hannibal zu wagen. Sie geboten über 80.000 Fußsoldaten und 6.000 Reiter, kann ja jeder behaupten, während Hannibal nur über 40.000 Infanteristen und 10.000 Kavalleristen verfügte. Problematisch für die römische Armee war aber die unterirdische Taktik ihrer beiden Feldherren. Während Paulus zu einem vorsichtigen Vorgehen gegen die Punier riet, drängte Varro auf ein offensives Vorgehen. Am 2. August kam es zur Schlacht von Cannae. Die Römer griffen das karthagische Zentrum an, woraufhin Hannibal die Mitte seiner Infanteristen langsam zurückweichen ließ, sodass die römischen Fußsoldaten schließlich halb mondförmig umstellt waren. Das ist ja der Klassiker in Siedler 4. Gleichzeitig überflügelte die karthagische Kavallerie die römischen Reiter, vernichtete diese und stand nun im Rücken der gegnerischen Infanterie. Das könnte ein klassisches Match aus der Siedler 4 Weltmeisterschaft sein. Die zahlenmäßig immer noch überlegenen Römer waren umzingelt und wurden auf engstem Raum zusammengedrängt. Die Römer wurden vernichtend geschlagen, der Konsul Paulus fiel im Kampf. Fast 50.000 römische Legionäre fielen in der Schlacht. Cannae ging in die Kriegsgeschichte als Mutterbeispiel einer Umfassungsschlacht ein und ist an Militärakademien bis heute Unterrichtsthema. Okay. Cool. Muster, nicht Mutter. Okay. Gut, gut, gut. Was haben wir hier? Ein Zierobjekt. Sind das meine? Offensichtlich. Hier habe ich nur einen Turm. Und hier haben wir was? Nee, aber gleich ein paar Diebe. Offensichtlich habe ich auch schon Diebe. Okay, okay, okay. Ihr seid Sabos, hier sind auch Diebe. Ist das hier eine Insel? Was bist du, ein Handelsschiff? Oi. Ich ahne ganz Böses. So, dich könnten wir zurückverwandeln, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Hammer. Noch ein Hammer. Woher krieg ich Schaufeln?
ist alles flach? Ah, okay, vielleicht brauche ich gar keine Schaufeln. Doch, brauche ich. Yippie! 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 Hier haben wir Schaufeln. Gärtner. Okay, Wasser, Brot, schön. Das reicht aber nicht. Oh. Lol. Das habe ich nicht gesehen. Hämmer. Kriegen wir hier. Okay. Hauptsache ein Zielobjekt. Nee, die sind wirklich nicht verbunden, die beiden Türme. Das ist ziemlich Trollen auf hohem Niveau hier. Komm, bedient euch. Sucht euch was raus. Ja, komm, bedient euch. All you can drink. Auf geht's. Haut rein. Ein paar Schaufeln wären nicht schlecht. Ja, eine Sensen, okay. Aber Schaufel wäre schon ganz cool. Ja, mach, ja, so ist nett, ne? Den Esel könnt ihr stehen lassen, den braucht kein Mensch. Nicht mal im neuen Siedler braucht man Esel. Wir haben es wieder geschafft. Ich hatte ja das neue Siedler sogar gelobt. Ey, endlich mal eine Mechanik, wo Esel Sinn machen. Was wird draus? Nein, sie machen wieder keinen Sinn. Wobei, vielleicht, nee, ich glaub's nicht. Einfach nur nein. Keine Insel? Und hopp. So, es tut sich was.
doch Insel. Lass mich raten. Nur hier wird's Gold geben. Oh Mann. Fehlt eine Axt, ja. Warte mal. Liegt bestimmt irgendwo eine. Da liegen welche. Ja. Na, alle abgeladen. Da hat noch einer. Ach, komm, pack weg jetzt. Hier trefft mal die Axt. Und ihr. Trefft die Segen. Da ist eine Axt dabei. Ja, Säge, kommt sofort. Komm auf, Geologen, ich wollte euch zurückverwandeln. Steinminen, Kohle, Gold, alles klar. Und kein, natürlich keine Kohle hier. Auch egal. Ich sehe ihn mich schon bauen. Den Hafen. Was habt ihr denn dann? Habt ihr... Ist das das Globale? Das jemals funktioniert? 6 Spitzhacken. Keine Holzproduktion. Ja, das kann nur bedeuten... Guck, dass du den Hafen hinkriegst. Das ist der hier, ne? Jetzt zeigt's mir die Scheiß... Ne, unten steht's. Das ist der Hafen. Die Werft brauchen wir nicht. Das da. Gut. Das ist euer Problem? Läuft doch. So halber.
So. Nachdem ihr das getan habt, baut ihr mir hier auch zwei Dingens. Wir werden hier... Haben wir eine Angel hier oben? Nein. Doch. Und da ist auch... Okay. Eine Säge. Und zwei Äxte. Das ist gut. Eine kleine Holzproduktion können wir irgendwo hinbauen. Fragt sich nur wo. Ich halt schon keine Steine mehr hab, ne? Oh, jetzt fängt er wieder mit Mana-Batterie an. Shit, ey, Steine komplett GG. Komm, holt. Aber bitte nicht mehr so weit. Ihr könnt sie jetzt schon hier abladen. Los. Wieso hat da ein Dieb nix dabei? Genau, Eisen und Brot ist genau das. Ah, da ist ein Stein. Stein. Ja, nein. Geht doch. Geht doch. So. Können wir ja schon mal bauen. Fisch gibt es ja auch. Wer kann die versorgen? Dann bräuchte man wahrscheinlich... Das schleunigst hier auch einen Hafen. Das muss laufen, das Ding. Minus gedrückt. So, Steine, komm.
Irgendwo schnarcht hier doch einer, oder? Spitzhacken. Spitzhacken? Spitzhacken. Gar keine? Aber hier habe ich welche, ne? Wow. Wow, wow, wow. Ist das hier ein Fluss? Ja, nein, vielleicht. Hier habe ich dann überhaupt einen besetzt? Du bist doch besetzt, oder? Der ist besetzt. Was ist dein Job? Du bist Minenarbeiter? Scheiße. Ach Mann. Spitzhacken. Über Stein beziehungsweise links neben Fisch. Spitzhacken. Nein. Fisch rechts. Unter Esel? Willst du mich verarschen? Ah, du meinst hier unter dem Esel? Unter dem fetten Arsch von diesem Esel könnten Spitzhacken sein. Ja, okay, das hat sich jetzt eh erledigt, ne? Mal gucken, vielleicht holte ja jetzt da jemand was Sinnvolles. Unter Esel... Fisch. Da! Ah! Okay. Wird Zeit, dass meine Augen gelasert werden, ey. So, und euch möchte ich dann eine kleine Holzproduktion hier sponsern. Sponsored by Zocker Lounge. So. Stein ist hier endlich. Nee, ist nicht endlich. Ich kann mir eine Steinmine bauen. Problem gelöst. So, ich hätte gern einen Warentransport hierhin.
Und das macht ihr dann direkt mal Gold, ne? Unendlich. Und ich glaube, unendlich zu drücken, ich speichere mal lieber, ist immer ein Fehler mit diesen Handelsschiffen. Also, bugtechnisch. Natürlich hat Settlers United dahingehend nichts gefixt, weil das hat null Priorität für die. Habe ich hier auf der Insel eigentlich einen Turm? Nee, ne? Sollte ich mal tun. Safe-Turm, dass Ruhe ist. Nicht, dass die hier mich gleich irgendwie überrennen. Alter. Können wir auch wieder 5 Geologen ausbilden. Da laufen sie los. Wo laufen sie hin? Irgendwo hier hoch. Und du Schiff, kriegst du schon Ware? Hier könnte man echt mit einer Mana-Batterie arbeiten, ne? 9 Goldminen. Dafür müsste ich ja Mana produzieren. Prost, Marcel. Yippie. So, wir können alle Diebe zurückverwandeln. Danke, habt einen richtig guten Job gemacht. Okay, Kohle, wo ist Eisen? Bestimmt hier. Na, Schiff, wie schaut's aus? Oh, da kommt richtig was an, ne? Kann man eigentlich direkt mal 2 Kohleminen
uns gönnen und schmelzen drunter setzen. Oh Gott, sind die riesig. Damit die Jungs auch was zu tun haben. Oha, doch nicht safe, Turm. Oha, und das Schiff fährt sogar los, ohne Bug. Episch. Die Steinmine ist noch fertig geworden, weil ich keine Steine mehr habe. Können hier aber auch die Messer... Prinzip reißen, dann habt ihr hier wieder 4 Steine. Okay, die Insel will nicht enden. Tut sie dann auch nicht, ja? Nee, dahin könnt ihr nicht laufen. Eisen? Maybe? Ja, ein Krieger, krieg mal hin. Gealtet, warum arbeiten die nicht? Fisch auf Steinmine einstellen. Ja. Ultraplatz, ne, für Nahrungsproduktion. Brunnen, 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 was war nochmal der Brunnen?